Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Map Arnhem Lauensbach und fahren heute mit dem MANÜL von hier die Linie 25 von Kranenburg aus bis nach Derenhofen Markt. Ja, dafür sollte man vielleicht auch einen Fahrplan annehmen. Es geht in ja, gewissermaßen 2 Minuten los. Okay. Etwas mehr. So. Das hier ist unser Bus, der MANÜL 312 Facelift. Heißt, wir haben hier 310 PS drin. Ja, können wir schön heizen. Nee, lassen wir das. Fahrt 1 ist sogar richtig. Der Karren hat hier nämlich ein kleines Update bekommen. Deswegen fahre ich den jetzt mal. Joa. Ah, wir haben hier eine Innenanzeige jetzt schon. Schick. So. Ich weiß nicht, ob ich schon vorher da war. Ich bin im Bus vorher relativ selten gefahren, muss ich sagen. So. Genug Vorzug haben wir dann auch. Und dann geht's auch schon wieder relativ fluxlos. Ich mache alles Wetter Leipzig an. Und dann geht's auch schon los hier. So viel zum Thema, wir haben genug Vorzug. Oder ich bin einfach nur zu doof zum Fahren. Okay. Ich habe auch Morphys ZF-Update installiert, wobei wir hier mit Handschaltung fahren. Kann ich ja mal kurz zeigen. Da, Handschaltung. Und so. Ja, und bin ich jetzt zu blöd anzufahren oder was? Hm, komische Karre. Bauen wir hier mal ein bisschen Vorzug auf. Vielleicht hat er auch einfach zu wenig. Oder ich bin einfach nur zu blöd. Kann natürlich auch sein. So, und zwar, er kam jetzt in letzter Zeit weniger bis gar keine Videos. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich einfach relativ wenig Lust hatte und keinerlei Ahnung, was ich überhaupt für Maps und Busse zeigen soll. Und ja. Am Karsten Busch. Zudem hatte ich auch noch einiges anderes zu tun, also ja. Jetzt kommen allerdings bis kurz vor den Weihnachtsferien. Oder bis zu den Weihnachtsferien Videos und dann wahrscheinlich über die Feiertage oder generell über Weihnachten erstmal keine. Und dann schauen wir irgendwann im neuen Jahr wieder. Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Wollt mich doch alle verarschen, was ist denn das? Okay, mache ich irgendwas falsch?
Das ist doch der Retarder jetzt hier. Muss sagen, ich habe den Karren hier jetzt nicht getestet vorher. Und den jetzt einfach mal runtergeladen, so nach dem Motto Try and Error. Wahrscheinlich schon wieder 2,5 Minuten zu spät. Super. Oh, die Sounds gefallen mir. Vielleicht übernehme ich mir davon irgendwas mal in andere Busse. Was ist denn das? Komische Sache. Was wird das jetzt hier? Leider auch schlecht nachgucken, was das jetzt für ein Sound ist, weil ich hier leider irgendwas verstellt habe. Im Aufnahmeprogramm, sodass er mir quasi eine Monitoraufnahme macht. Weshalb ich dann kurz vorher mal schneiden muss wahrscheinlich, oder musste. Ihr dann wahrscheinlich schon kurz einen kleinen minimalen Cut gesehen habt. Oh, Alter. Natürlich. Wie stark ist denn der gerade bitte schön in die Eisen gegangen? Hallo? Römerberger Straße. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier doch faul. Halt auch noch. Ich prüfe das gleich mal. Das ist ja etwas doof jetzt. Sängerstraße. Sängerstraße, so. Du hast so ein paar Sounds, gefallen mir echt. Also das ist schon schön. Guck mal, wie hoch dieser Karren dreht hier. Ja, jetzt kam gerade ein bisschen was. So. So ein Arschgeil bist du. Und ich bin hier einfach nur zu blöd mit dem Karren zu fahren. Kann natürlich auch sein. Oh ja, ich habe einen Unfall. Ist aber doof. Also ich meinte ja gerade, dass über die Ferien wahrscheinlich nichts kommt. Also nichts an Videos, was also was normale Videos angeht. Eventuell kommt vielleicht irgendwie Special Folge oder sowas. Je nachdem, wie ich da Lust und Zeit für habe. Ich lasse mir da mal was einfallen und. Ah, jetzt kommt er plötzlich. Ich braucht es auch einfach ewig, bis der Fahrer zurück hat. Ich weiß es doch nicht. Ah,
Und Straße. ja, eventuell habe ich auch noch etwas vor, wo ich mich allerdings noch mal mit meinen Hallo. Ja, Kumpels beraten muss. Was das ist, werdet ihr dann bei Zeiten einem separaten Video erfahren. Ja, das ist es jetzt erstmal so ein bisschen von meiner Seite, was den Kanal angeht. Und ja, also am heutigen Tag, an dem ich das aufnehme, kann ich mal so viel sagen, dass ich also ich denke mal, einige dürften den YouTuber IA ja kennen und Borteler Landstraße. Ich bin schon seit längerem also kenne ich seinen Kanal irgendwie seit den 200, 300 Abonnenten oder so. Und jetzt, wo Weihnachtszeit ist, ist ja Zeit des Schenkens und so. Und da ihm ja auch einige Leute irgendwie was spenden oder sowas, habe ich nämlich auch was quasi geplant. Und zwar, ich werde ihm zu Weihnachten ein Päckchen schicken. Allerdings, keiner von euch das verraten, ne? Darf der nicht wissen. Alheim, Neuamerika. Also von euch weiß er es nicht, ne? Falls er fragt, ne? Ich hab da nichts geplant. So. If you know what I mean. So, vorne geht es jetzt weiter. Ich muss gleich bei ihm auch noch mal vorbeigucken, wegen seinem UL-Video, wie das bei ihm so gelaufen ist. Er ist gewissermaßen auch der Hauptgrund, warum wir jetzt überhaupt UL fahren, weil ich habe das halt bei ihm im Thumbnail gesehen. Thumbnail, genau. Und ja, dachte mir so, ja, der Bus ist doch eigentlich ganz schön, kannst du auch mal fahren. Ah, oh, das ist aber eng hier. Da war niemand. Gut. Können wir hier durchheizen. Einiges los hier. Sorgenhaus. Sorgenhaus. Oh Leute. Ich glaube, ich übernehme gleich mal wirklich was aus. Auf jeden Fall, wo waren wir? Ach ja, ja, er ist quasi der Hauptgrund, warum wir jetzt UL fahren. Echt ein schönes Gefährt, also. Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. 3 Minuten Verspätung, oh je je. So. Sorgenhaus, ist denn da jemand? Die Dame. So, dann geht hier weiter durch das Wohngebiet. Vielleicht nicht die beste Idee, hier UL zu fahren, wobei das ist ja ein bisschen überlandlastiger, deswegen. So war es auch eigentlich gedacht. Ne? Kieselstraße. So. Dann weiter hier die Tour.
Diese frische Tour hier. Eieiei. Das kann ja jetzt witzig werden. Oh nee. Weil wir sind der einzige Kurs auf der Linie. Heißt, das ist die 23. So. Hier kommt jetzt erstmal grad nichts. Fuck. Nein, nein, bitte. So ein dummes Stück Scheiße, ey, das ist unglaublich. Und jetzt? Ja, nee, ist klar. So. Okay, Warnblinker rein und vermelden. 6 Minuten, okay. Ja, nee, ist klar, jetzt fällt mir der nächste rein, oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, Leute. Bitte behindert oder so? Ah ja, geht doch kacken, ey, Alter. Geht doch verarschen.